kassierst heute ein paar Hate-Kommentare. Puh, ja. Ich hoffe, du bist kritikfähig. Ich stopfe ihr eine Salami in den Mund, wenn ich sie ficke, versprochen. Militante ist eine russische Geheimagentin, die Schlampe spielt uns was vor. Ich fick deinen Vater, du B. Du siehst aus wie mein Onkel Detlef. Dein Onkel Detlef ist eine sexy Schnitte. Was geht ab, Freunde, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin hier mit der Raffaela, a.k.a. militante Veganerin. Ein neues Format ist das übrigens, den ich wahrscheinlich ins Leben rufen werde. Wenn ihr das feiert, werde ich es auf jeden Fall mit allen machen. Hate mich, wenn du kannst. So, das bedeutet, du kassierst heute ein paar Hate-Kommentare. Puh, ja. Ich hoffe, du bist kritikfähig. Ja, also ich muss ja mit ziemlich viel Hate umgehen. Ich glaube, ich bin gewappnet. Ich glaube, du, das ist, glaube ich, im Alltag bei dir. Das ist ein Alltag eigentlich, Alltagssache, oder? Ja. Kriegst du viel Hate? Ja, prinzipiell, bevor ich schon Aktivistin wurde, war es halt so, boah, die ist Veganerin, darauf erstmal Fleisch. Weißt du, noch bevor du aktiv bist. Und sobald du dich dann halt auf die Straße stellst und noch Veränderungen von Leuten verlangst, machst du dich natürlich nicht sonderlich beliebt. Also ist schon eher so 50-50 in den Kommentaren. Okay. Ja. Wie gesagt, ich habe vorhin einen Post gemacht, habe gesagt, schreib mal ein paar Hate-Kommentare für die Militante. Und ich habe auf jeden Fall schon einige lustige Dinge dazu bekommen. Ich bin jetzt sehr enttäuscht, wenn die Community gemeine Sachen geschrieben hat, weil du hast eigentlich voll die liebe Community. Ich habe eigentlich voll die liebe Community, aber wer... Benehmt's euch. Wer weiß, also ich habe, wie gesagt, ich habe die Leute darauf angeheuert, Hate-Kommentare zu schreiben. Du hast die zu aber Hass angestiftet. Du hast die zu Hass angestiftet. Nein, sowas würde ich niemals machen. Sowas würde ich niemals machen, aber... Man soll es auf jeden Fall sportlich sehen, ne? Genau. So, ich fange mal hier an. Wir haben den CEO 1983. Weg mit dem Abfall, soll mal Fleisch essen, wie die aussieht, die Anblick erweckt. Agros, Amana Köln. Ja, krasses Argument gegen Veganismus, würde ich sagen, wenn man jemanden so oberflächlich beleidigen muss. Wie ist sie beleidigt oft wegen deinem Aussehen? Ja, also das Beste, was ich je bekommen habe, da muss ich aber echt lachen, war... Sie sieht aus wie ein Junge, der versucht auszusehen wie ein Mädchen. Echt? Ja, aber ich denke mir jedes Mal, wenn Leute so lowe Sachen schreiben, wie wenn sie bei dir irgendwie, oh, seine Haare gehen ja gar nicht oder irgendwas, keine Ahnung, obwohl deine Haare super aussehen. wenn Leute sowas schreiben, dann haben sie offensichtlich kein inhaltliches Argument. Also für mich ist das einfach mehr oder weniger ein Kompliment zu meinem Aktivismus, weil er nichts anderes sagen kann, so ein Kind. Ich sag mal so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sollte man einiges an sich vorbeilaufen lassen, weißt du, weil am Ende des Tages... es gibt immer welche, die immer dagegen schießen, so weißt du, ich meine? Mhm. Es gibt immer die Fam und dann die andere Seite. Also ich muss sagen, im Gegenteil zu anderen YouTuber oder wie auch Influencer habe ich sehr, sehr wenig Hate. So. Aber du machst ja natürlich auch einiges auf der Straße, deswegen. Genau. So, von BSY, was macht ihr für so Codes in euren Namen? Ich schwör's dir, Alter. Sie macht alles für Fame, die dumme Bitch. Erstmal, Bitch ist keine Beleidigung. Sie frisst heimlich Kalbdöner mit Fleisch, mit Schaf. Nee, ohne Schaf. Hast du schon mal einen Döner gegessen? ja, früher, nach dem Fortgehen öfters. Vor allem, das war so, weißt du, das Typische, holt man sich halt nach dem Fortgehen noch einen Döner und dann geht man heim, ausnüchtern und so. Jetzt gibt's halt veganen Döner bei mir. So, ja. Schmeckt ähnlich. Ich mach ganz Hand aufs Herz. Khalas, wir wissen, du isst kein Fleisch, dies, das, aber was schmeckt besser? Alleine vom Geschmack her. Ich weiß, ja, das andere schmeckt dir, weil du denkst, okay, ich rette damit ein Tier und so, aber was schmeckt dir besser? Hand aufs Herz, der beste vegane Döner, der hat genauso gut geschmeckt wie der Fleischdöner. Aber der durchschnittliche vegane Döner, den finde ich nicht besser als den mit den ermordeten Tieren. Also da sage ich dir Hand aufs Herz. Es gibt absolut Sachen, die ich geschmacklich vermisse, die ich auch von der Gewohnheit her vermisse. Aber es ist es halt einfach nicht wert, wenn man sagt, Geschmack, dass das jetzt einen Ticken besser schmeckt, kann sich wert sein, dass ich dafür ein Tier ins Schlachthaus schicke. Ja, klar. Ja, aber umso länger wir das halt machen, umso bessere Sachen wird es da auch geben. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass es umso geiler wird, umso mehr Leute sich dafür entscheiden. Okay. So, wir haben hier den nächsten Kommentar. AMG 7, 8, was weiß ich. Amanakoem, sie schneidet ihre Haare selber, sieht aus wie Kevin allein zu Hause. Ja, das Geld, das ich nicht in den Friseur stecke, landet dann am Lebenshof. Das habe ich während Corona angefangen. Ich finde es immer noch lustig.
Ich stell mir die gerade wie Kevin allein zu. Ja, nehme ich an. Bist du oft als Typen bezeichnet? So? Ja, als Typen nicht. Also ich glaube, die meisten sehen dann schon, okay, das ist schon eher, also ich definiere mich auch als Frau. Okay. Und ich glaube, nur wenn man kurze Haare hat, dieser Mythos ist schon vorbei, dass man dann Typ ist oder automatisch lesbisch oder irgendeine spezielle Sexualität hat. Das ist halt genauso wie sämtliche andere Kommentare zu mir in meinem Körper. Dann haben Leute offensichtlich nichts mehr anderes zu sagen. Aber ja, okay, ich bin nicht die militante Schönheitskönigin. Mein Aussehen ist ein Teil von mir, aber ja. Ich würde sagen, meine Frisur bringt sogar richtig viele Kommentare, weil Leute so Sachen schreiben wie... Genau, ist dein Markenzeichen auch, ne? Ja, genau. Und sie schreiben halt, was ist dein Friseur von Beruf? Und jedes Mal so ein Kommentar ist halt gut für den Algorithmus. Also ich scheiß drauf und die Leute erkennen mich halt sofort wieder und ja... Ich glaube, wenn du einen anderen Haarschnitt hättest, würdest du kommen. Weiß nicht, ob ich dich dann feiern würde. Ja, würde man halt nicht so auffallen, gell? Ja, du fällst schon auf so mit deiner Frise. Feiert euren so. Cringe. Also, wir haben den nächsten Kommentar von Ahmed 0707. Warte mal, ich lese einfach mal vor hier. Ich fress wegen ihr noch mehr Fleisch. Ich werde niemals Fleisch aufgeben. Ich kann ohne Fleisch nicht leben. Hochlebe Fleisch. Okay, also Ahmed sagt jetzt Folgendes. Die Veganerin war gemein zu mir. Darauf muss ich jetzt erstmal ein Tier ins Schlachthaus schicken. Das sagt so viel über ihn aus, aber okay. Das macht ihn nicht zu einem guten, starken, krassen Mann. Das ist einfach nur fucking schwach. So, selbst wenn er mich nicht mag, ist das kein Grund für Gewalt. Das finde ich sogar persönlich sehr schwach. Ja. So ein Kommentar. Schäm dich, Ahmed. Ich finde es ja nicht verkehrt, ne? Also Ahmed, mach nicht miese, Habub. Mach keine Miese auf Militanta. Wir haben den nächsten Kommentar von, warte mal, der ist nicht so gut. M.XY. Alter, ich schwöre bei Gott, ne, ich verstehe nicht, warum Leute solche Namen schreiben, Bruder. Kann ich dir dann einen blauen Haken haben und den perfekten Namen? Militante ist eine russische Geheimagentin, die Schlampe spielt uns was vor. Ich fick deinen Vater, du B. Das ist ja eine krasse Theorie. Ja, Menya Zavut Olga. Mehr Russisch kann ich nicht. ja, ich kann dazu nicht viel sagen, außer das stimmt natürlich. Hast du irgendwie russische Abstammung irgendwo deiner Fam? Ja, ungarisch ein bisschen so, aber russisch nicht. Nein. Was genau ich euch vorspiele, wäre auch spannend. So, tue ich nur so, als wäre ich vegane Aktivistin? Mm. Keine Ahnung. Witzig. Nächster Kommentar von bambus.blabla. Militante Veganerin, dein Friseur ist ein Hurensohn. Du siehst aus wie mein Onkel Detlef. Dein Onkel Detlef ist eine sexy Schnitte. Und Hurensohn ist keine Beleidigung. Du siehst aus... So begeisterbar. Scheiße, Alter. Fuck. Das war echt krass, ja. Wir haben hier von Burak, bla bla. Ist die Single, ich find die geil. Lass mich die klären, Bruder. Ich stopfe ihr. Nein, jetzt kommt irgendwas. Lass mich die klären, Bruder. Ich stopfe ihr eine Salami in den Mund, wenn ich sie ficke, versprochen. Boah, stell dir vor, echt so ein Typ tut so, als wäre er vegan. Wir gehen so auf ein veganes Date und dann kurz bevor wir uns küssen, macht er das. Das wäre so, oh Gott. Boah, ey, das sind schon ehrenlose Kommentare. Komplett ehrenlos, Mann. Sorry, ich muss daran denken. Geil. Fuck, Alter. Ich lass mal die Namen weg, ja? Ich lass mal die Namen weg. Der nächste Kommentar, Bruder, sag Sinan G, soll sie mal wegscheppern, vielleicht liebt sie danach Fleisch. Sinan G. Ich glaube, ich habe mit Sinan G eh im Stream besprochen, als Veganerin darf man ja keinen Blasen, wenn man kein Fleisch in den Mund nehmen darf, also sorry, der wäre nicht happy mit mir. Ach so, stimmt, ich war sogar dabei, ne? Da gibt's keinen Spaß für Veganerinnen. Übrigens, genau, ich habe auch gar nicht darauf geantwortet. Bist du Single? Nein, ich bin nicht Single. Ich bin vergeben. Echt? Mhm.
Boah, krass. Wie lange bist du schon vergeben? Seit jetzt ein paar Monaten erst. Echt? Ja. Krass. Dann sorry, Bruder, ja. Bin versorgt. Aber sie danke für dein fleischiges Angebot. Sie ist versorgt, Bruder, wie gesagt. Aber wie gesagt, kannst trotzdem dein Glück versuchen. Vielleicht kannst du die ausspannen. Schreib mir ja, auf Instagram. Genau. Vielleicht überzeugst du mich. Vielleicht überzeugst du sie. Ja. Mit einer Brokkoli oder so. Oh ja, das wäre romantisch. Statt so einem Blumenstrauß, ein Brokkoli. Ja. Weißt du, ich meine, so einer auf romantisch. So erobert mein Herz. Wir haben hier einen Kommentar von Ellie. Wegen dir bin ich vegan geworden. Du fuckst mich aber trotzdem ab. Aber du hast mich gepackt mit dem, was du machst. Trotzdem fuck you. Ja, geil. Das ist meine Lieblingsart von Kommentarleute, die schreiben so, ich mag dich zwar nicht, aber du hast recht und ich bin jetzt vegan. Oder die schreiben, ich glaube, dein Aktivismus bringt nichts, aber auf jeden Fall bin ich jetzt wegen dir vegan geworden. So, Junge, du widersprichst dir selbst. Echt? Hast du sowas? Ja, sowas öfter? Kommt auch manchmal so. Ich glaube, du machst das falsch, aber ich bin auf jeden Fall jetzt vegan. Also, viel Glück noch. Aber für dich ist es trotzdem ein Pro, weil du hast ja dein Ziel erreicht, wenn die Person vegan geworden ist. Ja, guck, ich gehe ja nicht in dieses Social Media Game, um beliebt zu sein. Ich gehe in dieses Ding hier rein, um eine Message rauszubringen. Ja. Und mein Ziel ist jetzt nicht, dass mich hier alle mögen, sondern dass alle vegan sind. Und wenn mich dabei ein paar Leute mögen und meine Strategie feiern, gut. Ja. Aber ich glaube, die meisten Leute reagieren halt am Anfang mit so Trotz auf mich. Und das lese ich auch immer wieder so. Am Anfang mochte ich dich gar nicht, dann habe ich über deine Worte nachgedacht, mir das mal angeschaut. Und eigentlich hast du voll recht und ich stehe jetzt hinter dir oder mach sogar selbst. Ja. Also das ist für mich eine super Nachricht. Hey, mach weiter. Aber reg dich immer noch auf, alles gut. Hate-Kommentare sind ja auch sehr gut, weil wenn du keinen Hater hast, hast du, das ist für mich auch meines Erachtens auch irgendwo eine Bestätigung. Das Schlimmste finde ich sogar, wenn die dir sogar folgen. Ich habe auch ein paar Kandidaten, die halt, ich habe zwar nicht viele, so ein paar vereinzelte Pflegefälle so, die haten. Aber folgen dir, weißt du? Mhm. Dann block mich halt, wenn so du meinen Inhalt nicht magst. Denk aber manche kennst du, die schreiben dir so Hate-Kommentare. Und wenn du darauf antwortet, dann ich feier dich und sag, wenn man werden die zu richtigen Fans. Nee, ich gebe sowas nicht an. Die warten halt nur, die wollen nicht provozieren, bis du antwortest, weißt du? Aber eins muss ich zu Hatern noch sagen, Hater sind die besseren Aktivisten, ganz ehrlich. Weil zum Beispiel irgend so ein Junge, der neulich auf der Straße so seinen Beefy dann ausgepackt hat und mit dem ich dann halt geredet habe, das habe ich abgefilmt, das kriegt halt so 7 Millionen Aufrufe. Klar haben manchmal auch so schöne Gespräche, viele Millionen Aufrufe, aber die meisten Aufrufe, der Opa, der mich verarscht, irgend so ein Kind, das sagt, darf ich mir vorstellen, ich bin Fleischfresser. Und dadurch kommen die Leute halt auf meinen restlichen Content. Das heißt, wir brauchen das, wir müssen das halt benutzen und gegen die Hater benutzen für die Tiere. Safe. Also an alle Hater da draußen. Macht weiter. Macht weiter. Macht weiter damit. Naja. So, wir haben hier einen Ahmed. Okay, ich esse jeden Tag Fleisch und liebe Blut. Rosalinde ist leider von uns gefressen worden. Ja, die arme Rosalinde. Stell dir mal vor, du müsstest ihr jetzt am Schlachthof diesen Kommentar vorlesen, kurz bevor sie verreckt. Das wäre ziemlich ehrenlos. Das ist echt ehrenlos, ne? Ehrenlos, Mann. Ja. Außerdem, warte mal, Ahmed. Warte mal, das ist ja komplett paradox. Ich dachte, Ahmed, sie sind Kanake, weißt du? Eigentlich darfst du gar kein Rosalinde essen. Wir essen ja kein Schwein. Keiner darf Rosalinde essen. Keiner darf Rosalinde essen. Ne? So. Bruder, habe die Kuh von der militante Veganerin gegessen, hat nach Baum geschmeckt. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. So, der will damit wahrscheinlich sagen, dass vegane Produkte nach Baum schmecken. Naja, sie schmecken auf jeden Fall mehr nach Baum als ein ermordetes, versklavtes Tier. Aber ich persönlich esse nicht allzu viele Bäume. Das ist natürlich, wie heißt das? Ein Argument, ne? Mhm. Gib mal ihre Nummer, Lo. Voll die Süße, für die werde ich vegan, aber voila, nur einen Tag, mehr nicht. Dann bist du nicht vegan geworden. Ihr werdet nicht wegen mir vegan, sondern wegen den Tieren. Aber ist das so, dass man, klar, wenn man sagt, ich will nur ein... Was, wenn einer sagt, ich möchte eine Woche vegan werden? Bist du dagegen oder sagst du ja erstmal, weißt du? Das ist auch so eine Sache, wo man sagt, wenn einer dir schreibt, ey, ich möchte jetzt eine Woche vegan werden, was sagst du dazu? Dann sage ich, hey, ich finde es voll cool, dass du was verändern möchtest und deine Handlungen an dein Herz anpassen willst. Okay. Aber wenn du verstanden hast, dass das falsch ist, was mit Tieren passiert und dass Tiere keine Objekte sind, warum würdest du dann nur eine Woche vegan sein wollen und nicht dein restliches Leben? Mhm. Ganz einfach. Die Pflanze lacht mich eh schon die ganze Zeit an. Die Pflanze hier, die ist leider gestorben. Ich vergesse leider, die Pflanzen zu gießen. Hey, aber wenn die Pflanze auf natürliche Art und Weise gestorben ist, dann kann ich sie ja essen. Dann hat sie nicht gelitten. Ne? Der Pflanze haben auch Gefühle. Siehst du? Die Militante bringt doch noch Positives bei. Dein T-Shirt wird langsam langweilig, kannst du dir kein anderes leisten, besonders andere Farben zum Beispiel?
Doch, wir bringen gerade unseren Merch-Store raus. Auf nvsino.org. Ich schicke dir dann nochmal den Link, falls ich den falsch gesagt habe. Gerade also nicht vegan, sondern nicht okay.org. Könnt ihr euch schon für den Newsletter anmelden, wann unser Merch-Store rauskommt. Und dann werden wir auch unterschiedliche Farben und unterschiedliche Sprüche haben. Unter anderem ein Bist du schon vegan und vegan für Rosalinde-Shirt. Freut euch drauf. Freut euch drauf, Habibi. So ein Kommentar lese ich gerade oft hier. Die soll mal Fleisch essen, sie sieht abgemagert aus. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen zu dünn, finde ich auch. Und das liegt unter anderem daran, dass ich gerade eine Vollzeitstelle als Ärztin noch habe und dass ich nebenbei Social Media halt pushe, um diese Reichweite zu halten. Und manchmal komme ich von der Arbeit heim und setze mich halt direkt an den Computer und schneide Videos, organisiere was, schreibe mit euch und so weiter und so fort für die nächsten Videos. Und Ich sollte wieder mehr essen, absolut, das stimmt. Aber jemandem zu sagen, er sieht abgemagert aus, ist nicht gerade nett. Sondern du kannst auch einfach sagen, hey, was ist los mit dir, wie kann man dir helfen? Und ja, ich muss wieder mehr essen, finde ich auch. Also ich sehe auch gerade hier mehr Hate-Kommentare, also keine krassen Hate-Kommentare mehr hier sehe ich gerade. Viele schreiben, muss man auch ganz klar sagen, warum Hate? Mach mal ein bisschen Khair, also mach mal ein bisschen Dinges. No Hate, sie tut was Gutes. Danke. Also obwohl ich gesagt habe, ich will ein paar Hate-Kommentare schreiben, die Leute so. Also wirklich, viele schreiben natürlich hier immer nur positive Sachen. Sie sieht selber aus wie eine Kuh. Sie so. Was? Bin ich jetzt abgemagert oder sehe aus wie eine Kuh? Entscheidet euch, Leute. Aber in letzter Zeit muss ich echt sagen, immer mehr Leute geben mir halt auch öffentlich recht. Auch so Leute wie du geben mir halt eine Plattform. Selbst wenn ihr nicht vegan werdet, was schlimm ist, sagt ihr zumindest, okay, eigentlich kann man da jetzt nicht viel drauf sagen. Mhm. Und damit ändern sich halt auch die Kommentare, die von Leuten kommen. So halt diese Ellie zum Beispiel gerade. So, ich kann sie zwar nicht leiden, aber sie hat recht. So. Mhm. Und das wird sich halt, glaube ich, immer weiter ändern. Und so funktioniert das halt in jeder Gerechtigkeitsbewegung. Also freut mich, danke euch. So, für CBR, was weiß ich. Für sie sterben gar keine Tiere mehr, shame on her. Das stimmt gar nicht. Selbst für Veganer und VeganerInnen sterben Tiere beispielsweise, wenn wir Weizen anbauen, sind da immer noch Mäuse, die sterben können. Wenn wir Produkte im Alltag benutzen, wenn wir über die Straße gehen und auf Insekten treten und so weiter und so fort. Also, dass man nicht mehr für den Tod und das Leiden von Tieren verantwortlich ist, ist nicht wahr. Aber man ist auf jeden Fall nicht mehr für die Versklavung und Objektifizierung von fühlenden Personen, von fühlenden Tierpersonen vor allem verantwortlich. Hm. Stark. Lola schreibt, super Frau. Danke, Lola. Text, bla bla, du sollst von ihr lernen, ich soll von dir lernen. Er weiß schon alles. Ich weiß schon so vieles. Er muss aber jetzt endlich danach handeln. Ich weiß schon so vieles. Bla bla, darf ich dich essen? Du schmeckst bestimmt besser als Rosalinde. Jetzt dich oder mich? Dich. Ja, ich schmeck bestimmt ganz lecker. Vielleicht meinen die auch mich, wer weiß. Vielleicht meinen die auch mich. Yummy, yummy. Ja. Ja, ansonsten hier, warum Hate, Bruder, Akzeptanz, Habibi. Also guck mal, selbst unsere Community reden von Akzeptanz. Also du siehst ja, also wahrscheinlich diese Hate-Kommentare waren nur deswegen da, weil ich gesagt habe, schreib mal Hate-Kommentare. Immer alles sportlich sehen, Freunde. Ja, ich friss weiterhin viel Fleisch. Ja, nee. Ehrenlos und ehrenlos. Uncool. 2023, ich schicke immer noch unschuldige, wehrlose Geschöpfe ins Schlachthaus. Was ein männlicher Mann, was ein starker Mensch. Wir sind fast keine Hate-Kommentare mehr, das war's, glaube ich, mit Hate-Kommentare. Jetzt Liebe, Liebe-Kommentare. Jetzt Liebe. Ich hasse diese Veganerin. Das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Armin, ist die Single und kann man die heiraten? Kein Vegan allerdings. Ich würde nicht kein heiraten. Kein Veganer. Würde nicht heiraten. Du willst nicht heiraten? Nee. Warum? Weiß nicht, ich finde das irgendwie so komisch, dass ich den Staat mit einbeziehen muss, wenn ich jemanden mag. Echt? Oder? So, wir machen jetzt einen Vertrag, dass ich dich liebe. Aber dann Steuerklasse 3 und so. Die ja, okay, vielleicht von der Steuerklasse her, aber es wäre nicht irgendwie so weißes Kleid und Hochzeit und so. Es wäre mehr so auf dem Papier, wenn dann, aber das, selbst das finde ich halt... Magst du so romantisch, romantische Sachen so? Also, wie fändest du es, wenn jemand romantisch ist? So, diese, oder romantisch in den Stall einbrechen und ein Tier retten, das ist romantisch für mich. Okay. Ja. Und also, zu dem Hochzeitsangebot, wenn du nicht Veganer bist, das geht nicht für mich. Also ich würde niemanden daten, der nicht zumindest, also der muss vegan und aktiv sein, Aktivist sein, weil ich meine, sonst kann er mit mir nichts anfangen. Der muss Aktivist sein? Dann komme ich von dem ganzen Tag Aktivismus hier so zurück und der, was weiß ich, ist, keine Ahnung, was der macht, irgendein, keine Ahnung, was Job, da haben wir nichts zu reden. Ja, der hat kein Feuer in der Seele für das gleiche Thema, du willst ja was teilen,
mit der Person. Obwohl, die habt ja schon eine riesige Community mittlerweile, ne? Also du wirst bestimmt deinen Seelenverwandten irgendwo in deiner Also ich hab gerade wen und der ist veganer Aktivist und wir gehen gemeinsam auf die Straße und kämpfen für die Tiere und am Abend reden wir darüber, regen uns auf, heulen uns beieinander aus. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, ja. Wir schneiden Videos gemeinsam so, er wird jetzt auch online Social Media Zeug anfangen und da bin ich schon echt happy drüber, da jemanden gefunden zu haben, dass das so klickt. Mhm. Freut mich zu hören, ja. Dankeschön. Freut mich zu hören. Danke. So, ich lese mal einmal noch einen Kommentar, aber wirklich, es sind kaum Hate-Kommentare mehr da, Freunde, weil meine Community einfach zu geil ist, Alter. Was soll ich hier sagen? Ihr seid einfach zu geil. Militante, ich küsse dein Herz, meine Schuhe auf deinen Kopf. Ja, Hobby. Ich küsse dein Herz auch, wenn du vegan bist. Ich küsse deinen Kopf. Ne? Was hast du gesagt? Ich küsse sein Herz auch, wenn er vegan ist. So, wenn er vegan ist. Ich glaube nicht, dass der vegan ist. Dann küsse ich nicht sein Herz. So. Ja, das war's eigentlich mit den Hate-Kommentaren. Tja. Na, eigentlich nur noch positive Sachen, die will ich gar nicht vorlesen, weil es einfach alles positiv. Danke, sehr gut. So soll es sein. Ehrlich, also viele feiern dich hier in der Community. Wie gesagt, hast du gesehen, die sagen, keine Hate-Kommentare, lieber akzeptieren und so. Finde ich auch super, so soll es auch sein, Freunde. Denn die Tante, die Militante ist auf jeden Fall, also das, was du machst, ist, was du bezwecken möchtest, ist gut. Weil du möchtest Tiere retten. Er traut sich noch nicht zu sagen, dass meine Form von Aktivismus auch effektiv ist. Nein, ich finde es gut, wenn jemand ein Leben retten möchte. Egal in welcher Form, also egal wie Dingens, du rettest ein Leben. Also du setzt dich für Tiere ein, ne? Wie gesagt, hatten wir das Thema schon. Halt, wie du das machst und so weiter, ist eine andere Frage. Aber nichtsdestotrotz, also am Ende des Tages was Schönes, ne? Jemanden das Leben zu retten. Jemanden nicht weh zu tun. Jemanden nicht weh tun zu wollen, weißt du, sowas. Deswegen. Ansonsten, wer weiß, vielleicht werde ich mal eines Tages weniger Döner essen. Ohne Scheiß, weißt du, was das Problem ist in der Gesellschaft? Ich hätte keinen Nerv, kein Dinges dafür, wenn ich irgendwo, manchmal bin ich irgendwo in Berlin, da oder dort, wir sind gerade, Dönerbude ist da oder irgendwo, da noch zu überlegen, was kann ich essen, so Ersatz, bla, habe ich gar keine Lust drauf. Gib mal das Ding her, ich isst das, weißt du, so. So, eine Pizza, vegane, wie heißt die, Sabrina, weißt du, die gute Freundin, die hat, wir haben hier eine Mitdarstellerin, die dreht mit uns Videos und wir wollen Pizza bestellen, die muss alles nur mit Soße und ohne Käse oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auch beschissen. Ich bin ja auch klargekommen die letzten zwei Tage und wir waren auch gemeinsam in eurem arabischen Laden und da gab es Linsensuppe. Also es gibt schon, halt alles mittlerweile. Ist schon umständlich. Ja, es ist manchmal umständlicher, als einfach nicht drüber nachzudenken, da gebe ich dir halt recht. Aber ganz ehrlich jetzt, du verdienst Geld, Punkt, das reicht. Das heißt, du kannst dir Essen kaufen, du kannst immer Obst und Gemüse kaufen. Und wenn du stirbst, mit 90, mit 99 hoffentlich, dann wirst du doch nicht sagen wollen, dass du einfach nur aus Bequemlichkeit sowas nicht gemacht hast. Das ist halt einfach schade. Und ich glaube, in deinem Herzen wirst du das dann bereuen jetzt. Mhm. Und dieses, ich werde vielleicht irgendwann einmal vegan, das sage ich eh immer. Leute, schön, dass ihr das als Ziel habt oder dass ihr das als ehrenvoll betrachtet. Aber wie viele Tiere müssen bis dahin noch für dich am Schlachthof stehen? Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch zu entscheiden. 0 Tiere müssen noch für euch am Schlachthof verrecken oder viele. Und da gibt's nichts dazwischen. Und in deinem Herzen, hoffe ich, würdest du die 0 wählen. Aber du musst halt danach handeln und das kannst du nur machen, wenn du vegan lebst. Ich unterstütze dich gern dabei, ich gebe dir gern Tipps. Es gibt viele, wir haben gestern schon gesagt, Imams nennt sich das. Die, habe ich das richtig gesagt? Imams? Ja. Hodja meinst du? Genau, die, weiß ich nicht, also halt. Was meinst du? Prediger. Prediger, ja, richtig. Ja, richtig, okay. Die vegan predigen und das auch mit eurer Kultur und Religion verbinden. Mhm. Da kann man denen einfach auf Instagram folgen und sich Inspiration holen. Wir haben genügend, der Basti gestern, der ist auch so ein Typ, weißt du, ich bin Mädchen, ich kann dir vielleicht nicht so viele Tipps geben, was auch immer, was dein Leben jetzt betrifft. Wir sind da vielleicht unterschiedlicher als du und er. Mhm. Es gibt genügend vegane Vorbilder und ich weiß, es ist umständlich, ich weiß, es ist unangenehm und es ist komisch, sich so zu nennen, aber wir können nichts verändern für die Tiere, wenn wir uns nicht selbst verändern. Und das ist doch das, worauf es im Leben ankommt. Für die Schwachen stark zu sein, für die Schwachen mal was Unangenehmes auf sich zu nehmen. Ja, Freunde, wenn ihr
euch damit auseinandersetzen wollt, sehr gerne. Wenn der ein oder andere mal vegan werden will, checkt mal die Dame ab, die Militante, lasst euch informieren. Danke dir für die Folge, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Yes. Ich fand es echt lustig, auch wenn manche ein bisschen so ehrenlose Sachen geschrieben haben. Aber wir nehmen es auf jeden Fall sportlich. Ne? Und ja, vielleicht sehen wir dich ja wieder hier in der Company. Ich freue mich auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einige Videos abgedreht, checkt die auf jeden Fall alle ab, checkt die Militante ab, Freunde. Dankeschön. Kein Hate mehr für Menschen und Tiere. Ihr wisst Bescheid. Peace out.